Voller Schaden, durchgehende Heilung und freie Waffenwahl. Das macht meinen neuen Solar-Titan-Build aus. Egal ob Strikes, Raids oder Solo durch die Dungeons, mit diesem Build haut ihr Solo alle Gegner um und bleibt ganz einfach am Leben. Wir beginnen dazu mit unserer Solar-Subklasse und dem berühmt-berüchtigten Sol Invictus-Aspekt. Eure Solarfähigkeiten-Kills lassen damit Sonnenflecken erscheinen und einmal reingelaufen erhaltet ihr die Wiederherstellung mal 2. Damit steckt ihr so gut wie jeden Schaden weg. Diese wichtigen Sonnenflecken erstellt ihr mit diesem Build durchgehend, da ihr statt euren Waffen hauptsächlich den Wurfhammer als Nahkampfangriff einsetzt. Dieser ist schon von sich aus stark, lässt sich nach dem Werfen wieder aufheben und ist sofort neu einsatzbereit, erzeugt pro Kill einen Sonnenfleck und damit eure Heilung. Damit euch dabei solo nie die Puste ausgeht, haben wir noch zwei wichtige Ergänzungen. Erstens, mit dem Aspekt Tosende Flammen erhöht ihr mit jedem Fähigkeiten-Kill eure Fähigkeiten und damit Wurfhammerschaden. Zudem bringt der Aspekt aber noch was ganz anderes mit. Einmal aktiv zählen auch eure normalen Nahkampfangriffe als Solarkills und erzeugen auch ohne Wurfhammer die heilenden Sonnenflecken. Wenn ihr also mal euren Wurfhammer verfehlt, könnt ihr auch mit normalen Nahkampfangriffen die Rotation weiterfahren. Richtig geschmeidig wird der Build jedoch mit unserer Heilgranate. Noch vor dem ersten Kill könnt ihr damit eure Wiederherstellung mal 2 starten und seid so von Anfang an unkaputtbar. Mit den darauffolgenden Nahkampfkills laden wir die Granate wieder sehr schnell auf, sodass wir sie nach Kampfpausen oder in Notfällen stets bereit haben. Apropos Notfall, eure Super, der Hammer von Sol, erzeugt ebenso diese Sonnenflecken, ist dadurch perfekt in Notfällen oder auch wenn ihr größere Gegnermassen killen müsst. Auch gegen Bosse macht diese Super einen guten Schaden und ist durch unseren Build sehr schnell wieder einsatzbereit. Ihr könnt sie also sehr frei und großzügig verwenden. Mit folgenden Fragmenten sorgen wir dann dafür, dass die Rotation noch besser wird. Glut der Fackeln gibt euch einen generellen Schadensbuff von 25% für eure Waffen nach einem Nahkampftreffer und ist mit diesem Build durchgehend aktiv. Glut des Trostes sorgt dafür, dass Strahlend als auch Wiederherstellung von unserer Granate oder den Sonnenflecken automatisch länger läuft und ihr keinen Stress habt. Glut des Empyreanas verlängert danach eure Heilungs- und den Schadensbuff mit jedem weiteren Solarkill. So könnt ihr die Heilung auch auf Distanz mit euren Solarwaffen aufrechterhalten und müsst nicht immer durch neue Sonnenflecken laufen. Zu guter Letzt wählt ihr Glut der Flammen. Damit ladet ihr euren Nahkampfangriff schneller auf, solltet ihr euren Wurfhammer einmal verlieren. Damit euer Nahkampfschaden auf die Spitze getrieben wird, wählen wir als exotisches Rüstungsteil die Syntozeps. Einmal von Gegnern umgeben, bekommt ihr damit dreimal so starke Nahkampfangriffe und die Gegner sterben sowohl durch euren Hammer als auch durch unaufgeladene Nahkampfangriffe sofort. Bei den Statuswerten wählt ihr dann die 100 Belastbarkeit für 30% weniger Schaden und danach Disziplin, damit eure Heilgranate zuverlässig einsatzbereit ist. Die Rüstungsmods haben dann nur noch eine Funktion: Sphären erzeugen und Fähigkeiten aufladen. Den passenden Siphon auf dem Helm für Sphären durch Waffenkills sowie zugepackt, damit sich eure Super durch Nahkampfkills schnell wieder auflädt. Granatenkickstart, Einschlaginduktion und schwerhändig, damit eure Heilgranate noch schneller bereit ist. Die passenden Schadensreduktionen auf der Brust je nach Aktivität. Regeneration für eure Heilgranate und daneben die passenden Elementarbogen für mehr Waffenschaden, wenn ihr einmal schießt, statt zu prügeln. Und zu guter Letzt Reichweite sowie Zeitausdehnung, damit eure Wogen- und Granatenbuffs länger aktiv sind. Bei den Waffen habt ihr abschließend freie Wahl und seid total offen. Die meisten Kills macht ihr nämlich mit eurem Nahkampf und so könnt ihr eure Waffen je nach Aktivität und Boss abstimmen. Ich empfehle euch dabei, zumindest eine Solarwaffe mitzunehmen, damit ihr durch Glut des Empyreanas auch mit euren Solarwaffenkills die aktive Heilung und den Strahlendeffekt aufrechterhalten könnt. Denkt also bitte daran, ein Abo zu hinterlassen, damit ihr auch die nächsten Guides nicht verpasst und schreibt mir gerne in die Kommentare, wie unsterblich ihr mit dem Build geworden seid. Bis dahin, viel Lootglück, euer Immanuel.